Okay, wir wollten mit mitsprechen. Kartenzimmer. Kartenzimmer, gibt's auch was Neues? Ach, Räterstein, gibt's natürlich was Neues. Wir hatten wieder was Neues gehört für das Orchestron. Dann lass uns noch einmal kurz in unser Zimmer gehen. Sage, ich habe es von Otto höchstpersönlich gehört. Ist ja ein Ding. Den Kristall hat er auch zerstört? Ja, Kristall Nummer 3 ist auch zerstört. Wir haben eine Eule. Nennen wir sie Hedwig. Aber hier ist doch nichts Neues. Den Schwur, den kennen wir schon. Die Äpfel. Ambrosia-Sattelzeug. Haben wir Post? Eine Wüstenallianz. Sitte 2 Argat. Ugena. Sitte der Zweite, gestatte mir, mich noch einmal für meinen anfänglichen Mangel an Vertrauen zu entschuldigen. Aber ich bin sicher, ein Mann wie du versteht, dass man sich das erstmal verdienen muss, vor allem in Zeiten wie diesen. Wie auch immer, meins hast du jedenfalls jetzt. Und du kannst dir sicher sein, dass du es so schnell nicht mehr verlieren wirst. Möge dies der Beginn einer fruchtbaren Freundschaft sein. Oder furchtbaren. Das bleibt abzuwarten. Dann lasst uns einmal Sackgasse. Mit aufsuchen. Was gibt's denn hier Neues? Abschnitt wiederholen. Arcade Mode. Verfeinere dein Können in einem videoüberhaupt anpassbaren Übungsbereich. Nein. Oh, ist das hell. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Willkommen beim Stillen Stifter. Danke, Was danke. haben wir für dich bekommen, Sid? Du hast Nur für dich. 25 Dornmuschelschale für 800 Fähigkeitenpunkte. Okay. Alles zu seiner Zeit. Nur zwei Meteorsteine. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Das ist doch Abzocke. Nee, die war unten, ne? Scheiße, wie kann man noch mal zu mit? War das hier? Ja, hier geht's wieder runter. Ich glaube, mit könnte Hilfe beim Auf. Oh no, oh no, oh no. Wenn mir nicht Da bin ich bald der was passiert. Falsche. Wir könnten einfach wieder gehen. Sie hat uns noch nicht gesehen. Schieß los Zu gleich. spät. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme. Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für. Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Auf zu den Sternen! Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Womit wir wieder beim Aggregat wären.
Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann. Wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive. Darauf habe ich gehofft. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. Feier klar. Das Aggregat hat 3 Hauptkomponenten. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledern. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine Sorge. Verlangt auch keiner. Diese Frau hält mich echt auf Trab. Statt die uns direkt alle gibt, auf uns für jedes Teil einzeln. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Na, Chef? Schledorn, ich habe eine Bitte. Er freut sich. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na, sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Mal gucken, ob der daraus schlau wird. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hol mal Geff und Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns Mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Und, was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen Mit redet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das? Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. So ist der Plan. Wer ist denn jetzt der Holde Auserwählte? Ich nehme Geff mit. Geff, komm mit mir. Alles klar. Und wo finden wir denn jetzt diesen Sternsand? Im südlichen Teil der Weltkreu gibt es einen Fluss. Haltet an seinen Ufern nach schwarzem Sand Ausschau.
Ein Fluss im Süden der Velkroi, ja? Das heißt bei Dalimil. Ich gehe mich da mal umsehen. Vielleicht frage ich auch gleich mal nach Hilfe, falls wir sie brauchen. Danke. Wir treffen uns am Fluss. Während die im Sand spielt, werde ich den Rest bei Schledons Händler besorgen. Bis dann. Wir sehen uns. Lass dich nur nicht übers Ohr hauen. Was? Mich? Das schafft so leicht keiner. Dann legt mal los. Achso, der Schlitzbube schafft das schon. Du brauchst Beobachtung, Geth. Dann wollen wir doch mal Dinge tun. Okay, etwas Sand besorgen. Wird schon nicht so schwer sein. Das muss der Fluss sein. Und wo steckt Gav? Komm, Torgai. Ich glaube, da ist er. Ja. Bin ich spät dran, Gav? Ich hineingeslidet. Spät als nie. Ich habe die Gegend abgesucht. Hier sollte am meisten Sternsand zu finden sein. Also nehmen wir einfach so viel von dem Zeug mit, wie wir können. Soll man nicht einen Wagen oder sowas nehmen? Keine Ahnung, was Schledern damit vorhat. Ich habe in Dalimil rumgefragt und alle meinten, es taugt nichts. Aber wenn Schledern Sternsand will, soll er Sternsand bekommen. Hier liegt ja genug davon rum. Wir müssen ihn nur einsacken. Dann machen wir uns ans Werk. Brauche ich noch einen Karren oder sowas? Los geht's. es geht hier lang, Gav. Musst du erst mal pinkeln? Soll ich dich kurz all... Ich stell mich hier hinter dem und dann kannst du dein Geschäft... Eidechse! Bleib stehen! Also der nicht, der wäre schwarz? Das ist also Sternsand. Bis auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Sieht aus wie der andere Sand auch. Einmal. Könnte der restliche Sand sein. Nummer 4. Hier kommen wir nicht weiter. Torgai? Nein. Torgai, möchte ich suchen helfen? Entschuldigung. Ambrosia. Ich glaube, du kannst mir hier nicht helfen.
Wo ist denn der fünfte? Hier. Das sollte wohl reichen. Mal sehen, wie Gav sich schlägt. Ah, er hat sein Geschäft beendet. Den ganzen Sack voll. Bist du fertig? Wie viel Sand hast du? 5 Hände. Hoffe ich. Ach du Sieger. Selbst Schledorn wird da nichts zu meckern haben. Du hör mal, können wir uns kurz unterhalten? Was hast du angestellt? Ist schon ewig her, dass wir richtig geredet haben, von Mann zu Mann und so. Ja, jetzt wo du's das stimmt hast. Wohl. Als du gerade Sids Nachfolger angetreten hattest, war das anders. Wir haben über alles beraten. Es gab viel zu regeln. Das gibt es immer noch. Spürst du langsam die Last auf deinen Schultern? In letzter Zeit sieht man dich ja kaum noch im Versteck. Immer bist du irgendwas erledigen. Du kannst dir ruhig mal einen Tag frei nehmen. Du gehst doch selbstständig hinter feindlichen Linien spionieren. Nur weil du mich dauernd hinschickst. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Ebenso. Also schick mich einfach dahin, wo du mich brauchst. Dann mache ich auch weiter. Im sicheren Wissen, dass ich ein Zuhause habe. Dank dir. Na. Du Charmeur. Gut, das reicht für heute mit der Gefühlsduselei. Bringen wir das Zeug lieber schnell zu Schledorn, bevor er noch mit seinem Hammer um sich wirft. Geh schon mal vor. Ruh dich etwas aus, wenn du da bist. Oh, das werde ich. Kannst du mir glauben? Natürlich erst dann, wenn Schledorn hat, was er braucht. So. Bereit heimzugehen? Ich auch. Flugs zurück. Wir wollen Mitya nicht warten lassen. Hoffen wir, Schledorn hat genug Sand. Er wirft so oder so mit seinem Hammer um sich. Schledorn, hast du jetzt alles? Ja, glaube ich. Danke für den Sternsand. Sollte fürs Erste reichen. Wir sollten uns öfter für Missionen zusammentun.
Ich hock sonst meistens ganz allein im Feindgebiet rum. Dann mache ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Wird aber etwas dauern. Also falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu schlagen. Danke, Schledorn. Ich gehe gleich zu Mitt und sag ihr Bescheid. Ich hab verstanden. Wir sollten dann wohl auch zurück an die Arbeit. Ruf einfach, wenn irgendwas ist. Den Kristall hat er auch zerstört? Der macht Sachen. Hin und her gelaufe. Wenn mir nicht bald was einfällt. Ja, Mädel, denk mal ein bisschen nach. Was ich immer alles tun muss. Dass ich von diesem ganzen Hin und her gelaufe halten soll. Es streckt natürlich so ein bisschen die Spielzeit. Ich tue mich da echt schwer mit. Melde gehorsamst, dass Schledorn an der Panzerung arbeitet. Ich weiß, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Und? Was kommt jetzt? Der Helm, würde ich sagen. Für den brauchen wir Material von den Gefallenen. Du meinst aus den Ruinen? Ich dachte, das Material wäre so schwer zu bearbeiten. Also gut, dass wir das nicht müssen. Ach nicht? Ich brauche nur einen Helm. Diese eine Ruine, deren Bruchstücke exakt die Form und Größe haben, die wir für unser Schiff brauchen. Au. Dingsbums, da kann dir mehr erzählen. Dingsbums da. Dingsbums. Ah ja. Danke für die Infogedöns. Ich spreche sofort mit Dingsbums. Oh, Sid, sicher geht es um den Helm. Ja. Ich bin in Mitts Auftrag hier. Ah, oh, dann zeige ich dir mal die Pläne. Also, das hier ist der Mithril-Antrieb und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze wird wiederum in Antriebskraft umgewandelt. Die überschüssige Hitze wird von Wärmeverschubaggregaten aufgenommen, abgeleitet und dann an die umliegende Luft abgegeben. Nur, würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschubkoeffizienten um ein Weites übersteigen, weißt du? Anders gesagt, der Reaktor würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und deshalb brauchen wir den Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden und dient als eine Art Wärmesenke, die die überschüssige Energie absorbiert. Unsere Experimente zeigen, dass das Material aus den Ruinen extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei, was es zum perfekten Baustoff für unsere Schutzhaube macht. Wenn, und ich bete wirklich, dass es nie passiert, Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und Kräfte freisetzen, die das Schiff zerfetzen, vom Heck bis zum... Danke, schon gut. Hab's verstanden. Mitt wollte wohl Teile einer bestimmten Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Sie liegt an Lobert's Forstweg, nahe Kielbrück. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Ja, das kann ich mich... Einspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Verstehe. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Oh, sehr sogar. Danke, Sid. Meine Leute und ich machen uns gleich auf den Weg. Wir treffen uns an der Ruine.
Der Besucher steht am schwarzen Brett. Da kann ich mich dran erinnern. Umpa-lumpa-didl-dum. Einmal flugs nach Kielbrück. Kommt mit! Ich bringe euch zu Goltans Hof. Lasst alles zurück, was ihr nicht braucht. Der zieht auch in die Schlacht. Viel Glück! Ich finde das krass, wie die Welt auf so Ereignisse reagiert. Dann noch mal unsere Heiltränke auffüllen sollen. Dann lassen wir uns nicht stören. So schnell sieht man sich wieder, Helena. Wahrscheinlich auch die Kreatur, von der ich dir erzählt habe. Würdest du, vorgehen? Kein Problem. Aber natürlich. Ich mach das schnell. Selbstverständlich. Ledige Kreatur. Ich bin doch Klasse A, oder? Jemand zu Hause? Er wird sicher nicht freiwillig gehen. Helfen wir nach. Hä? Die haben wir doch schon besiegt. Ein Auge.
Okay, das ist doch nicht die Bestie, von der ich dachte, das wäre die Bestie. Was tue ich nicht alles für dich mit? Sid! Oh, was habe ich gezittert? Jetzt dürfte es sicher sein. Sieht so aus. Dann lass dich nicht aufhalten. Wir sorgen dafür, dass das ganze Material heil im Versteck ankommt. Alles klar. Ich gehe mit Bericht erstatten. Ja, easy peasy. Und wieder zu mit. Schwabbeliwip, einmal hier rüber. Einmal mit zum Mittag. Dann helf ihr doch. Wenn mir nicht bald was mit. Du wiederholst dich. Helena, ich hab doch alles unter Kontrolle. Material für den Helm. Sie wird bald hier sein. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter. Und was fehlt uns da noch? Nur noch die Schilde. Die sind etwas vertrackt. Wieso? Dank der Panzerung glüht der Antrieb zwar nicht durch, aber dieses Ding spuckt genug Feuer, um den Rest des Schiffes abzufackeln. Deshalb brauchen wir eine gute Abschirmung, damit das Feuer schön da drin bleibt und draußen keinen Schaden anrichtet. Hat die ein Loch in der Hose? Sollte ich eine dreifache Schicht Stahl benutzen oder irgendein gefallenen Material, aber das wird zu schwer. Der Helm und die Panzerung haben schon ein irres Gewicht. Wenn er noch viel mehr dazukommt, gluckert uns das Schiff noch vor der Jungfernfahrt ab. Ach, ich brauche irgendwas Leichtes. Aber ich habe absolut keinen Schimmer, was man da nehmen könnte. Also wenn ich so eine Frage hätte, dann wüsste ich, zu wem ich gehe. Hippokrates. Hippo? Klar, den hatte ich auch im Visier. Wahrscheinlich. Ich habe dir das Problem hier veranschaulicht. Kannst du ihm das bringen? Vielleicht weiß er ja was. Wird gemacht. Waren wir eigentlich schon bei Harpo? Nachdem Hugo tot ist? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, den habe ich vergessen zu besuchen. Na, du Bücherwurm! Hippokrates, habt ihr kurz Zeit? Für euch, Clive, immer. Diesmal ist es eher. Ah, doch, er hatte ja geweint. Das hat sie mir gegeben. Er war ja am Weinen. Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mit überrascht mich immer aufs Neue. Und was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten, dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts Entsprechendes gefunden. Ah ja. Wisst ihr vielleicht eine Lösung? Oder könnt ihr noch in Schriften nach etwas suchen?
Vielleicht braucht sie kein neues Material, sondern einen neuen Ansatz. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus eben diesen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolf muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht fault. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Oh, Pech. Verstehe. In alten gregorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelang, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur... Dann könnte Mit ein Material damit präparieren und es so für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolf und Obolus vielleicht mehr. Ich rede mit ihnen. Ihr kümmert euch in der Zwischenzeit um den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Harpokrates. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Wir kommen zu unserem Schiff näher. Und wir sollen euch dabei helfen. Genau. Ich versuche, die Zutaten aufzutreiben. Kommt jemand mit und hilft mir beim Suchen? Währenddessen könnte ich Hilfe gebrauchen, um mehr über die Anwendung herauszufinden. Seid ihr dabei? Immer. Gut, ich habe auch Zeit. Danke. Sicherlich könnten mir sowohl Jill als auch Taya bei den Nachforschungen assistieren. Entscheidet also selbst, wer von beiden euch begleiten soll, Clive. Braucht man doch nicht lange überlegen. Und, Clive, habt ihr euch entschieden? Wer begleitet euch bei eurer Suche? Natürlich nehmen wir Jill mit. In Ordnung. Also, was sollen wir finden? Ich habe bereits eine Liste vorbereitet. Hier. Weiße Chocobo-Eier? Pepio-Nüsse? Ist das auch die richtige Liste? Die Sachen klingen alle so genießbar. Ich hätte gedacht, du denkst doch immer nur ans Essen. Ausgefallener. Auch wenn sie alltäglich klingen mögen, besitzen diese Dinge längst vergessene Kräfte. Einst war die Nachfrage nach ihnen groß. Und zwar so groß, dass sie beinahe ausgerottet wurden, weshalb Mondtau in Vergessenheit geriet. Versucht es auf dem Markt in Nordstedt. Mittlerweile sind die Zutaten wieder weit verbreitet. Zum Markt also. Ich wollte dort ohnehin etwas kaufen. Ich gehe schon mal vor. Treffen wir uns da. Ist gut. Bis dann. Genießt die Zweisamkeit. Ihr auch, Taya. Auf nach Nordstedt. Let's go shoppen. So, wo ist Jill? Bibidi. Halte die Sardinen schön kühl. Sind das Pepio-Nüsse? Ich bin mir nicht sicher. Schon was Schönes gefunden? Ach, ich sehe mich nur um. Aber was wir besorgen sollen, dürfte hier zu finden sein. Teilen wir die Liste auf. Jeder sucht ein paar Zutaten. Ist gut. Deal. Welche soll ich holen? Kümmere du dich darum die Pepio-Nüsse. Und um den Knoblauch. Ich übernehme den Rest. Und dann treffen wir uns später am Tor. Wollen wir nicht zusammenbleiben?
Nein? Schade. Bei mir musst du nicht in den sauren Apfel beißen. Alles Schlachtfisch. Kauft, solange es noch blutig ist. Was kann ich heute für dich tun? Knoblauch? Hoffentlich bist du zufrieden. Mithrilarmbänder. Ja, ein gutes Geschäft. Schönen Tag. Und Pipionüsse. Wer zur Hölle soll sie kaufen, verkaufen oder verschwinden? Verstanden? Könnten. Ah, nee. Meinen Teil habe ich. Dafür gebe ich kein Geld aus. Finden wir ja noch genug. Na, so ein Schein war sehr erfolgreich. Hast du alles bekommen? Hab ich. Hier. Du auch? Knoblauch und Pepionüsse. Prima. Jetzt muss Harpokrates aus all dem nur noch das Wundermittel brauen, das Mits Schiff davor bewahrt, Feuer zu fangen. Ich bin in der Lage, eigenständig Einkäufe durchzuführen. Ich bin definitiv... Wo wir schon mal hier sind? Das darfst du uns doch nicht zweimal sagen, oder, Chat? Ich glaube, das endlich mal mit einem Kuss. Danke für den kleinen Ausflug heute. Mal was anderes. Das stimmt. Es ist schön, ausnahmsweise mal nicht kämpfen zu müssen. Mit dir hier zu sein, erinnert mich an unsere Kindheit. Weißt du noch? Damals auf der Marktstraße in Rosalit? Wie viel Spaß wir dort immer hatten? Nicht nur wir. Torgal war immer dabei. Und sobald er Würstchen gerochen hat, ist er ausgerissen. Und wir hinterher, quer durch die Stände. Jetzt könnten wir dich nicht mehr einholen, nicht wahr? Wolltest du nicht auch etwas für dich selbst hier kaufen? Wollte ich, ja. Mehr oder weniger. Molly aus der Küche meinte, dass es hier einen Stand mit köstlichen Küchlein gibt. Ich dachte, wir könnten uns eins teilen. Essen? No. Gut. Und ich habe Brot gekauft. Große weiße Laibe, wie es beim Bäcker in Rosalit gab. Was sagst du? Ich dachte, wir könnten etwas Suppe dazu essen, aber dann habe ich vom Schinken gekostet, den der Fleischer hier verkauft. Oh. Alles in Ordnung? Sicher. Weißt du, es stimmt. Ich fühle mich hier auch wieder wie damals als Kind. Clive. Ist es falsch, das so zu genießen? Nein, Jill. So sollte das Leben sein. Und so wird es auch sein, wenn wir es geschafft haben. Wenn wir endlich frei sind. Das hoffe ich. Danke, Clive. Wie kein Kuss. Gut. Wir sollten langsam aufbrechen. Ich bringe die Zutaten gleich zu Harpokrates und Taja. Wir sehen uns im Versteck. Gib acht. Mach ich. Du auch. Ach, ich mag auch diese ruhigen Momente. Und mal zurück ins Versteck. Ich
Ich sollte Hippokrates fragen, wie er vorankommt. Wie geht es mit der Recherche voran, Hippokrates? Gut, sehr gut sogar. Vielen Dank, dass ihr dafür den Einkauf erledigt habt. Ich habe Taya schon alles erklärt. Alles Weitere überlassen wir am besten ihr. Die Zutaten haben wir ja nun. Bleibt nur noch das Brauen. Das übernehme ich. Beim Herstellen mysteriöser Gebräue macht mir keiner was vor. Das glaube ich dir gern. Und was ist mit den Schilden selbst? Sind schon in Arbeit. Bardolf und Obolus kümmern sich darum. Sie meinten, es dauert nicht mehr lang. Das klingt doch gut. Euch allen. Gern geschehen. Jill, kommst du mit mir in die Krankenstube? Eine helfende Hand kann sicher nicht schaden. Natürlich. Ach, und Clive? Danke. Ja. Es war schön, einfach bei dir zu sein. Ja. Wie es scheint, ist unser Werk fast vollbracht. Schade. Ich habe die Abwechslung durchaus genossen. Sind die Schilde und der Mondtau fertig, muss die Tinktur nur noch aufgetragen werden. Allerdings muss danach ausgiebig geprüft werden, ob alles funktioniert. Vielleicht sollte jemand mit Bescheid geben. Ja, ich hab's schon befürchtet. Danke, Hippokrates. Schwupp. Gut. Dann sollte ich mit wohl Bescheid geben. Viel Schrittgeld. An den Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Das ist nicht überraschend. Habe ich neue Belohnung schon? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Wie bin ich denn plötzlich an die Belohnung gekommen? Also an den Ruf? Bitteschön. Danke. Komm bald wieder. Dann habe ich vielleicht mehr. Das für 2 olle Mondsteine. Ich glaube, Mitt könnte Hilfe beim Aufräumen der. Ja. Was ist eigentlich hier oben? Sind wir hier oben schon mal gewesen? Du wirst dich erkälten, wenn du hier draußen schläfst. Ich weiß. Aber ich bin zu voll, um mich zu bewegen. Der Säufer. Das ist eine Truhe. Ist Joshua? Verdächtiger Mann. Wie ich höre, hast du fleißig Freundschaften geschlossen. Dein Vorgänger war da genauso eifrig. Sogar mich wollte er als Unterstützer gewinnen. Und das mehr als einmal. Wer bist du? Was tun Sie in meinem Versteck? Schmeißt den Pöbler raus. Dass es gedauert hat, Mitt. Dafür kann ich dir sagen, dass die Schilde in Arbeit sind. Ihr habt was gefunden? In gewisser Weise ja. Hippokrates wusste von einer hitzebeständigen Substanz.
Die sollte den Schutz liefern, den das Schiff braucht. Der Schild wird jetzt unter seiner Aufsicht konstruiert und getestet. Perfekt. Ich wusste, du schaffst das. Aber nicht doch. Ich war nur der Laufbursche. Also dann, mal sehen, wie wir den ganzen Kram zusammengeschraubt kriegen. Auf zum blühenden Amboss! Ihr wollt, dass ich was mache? Ich schmiede Schwerter und Schilde. Nicht irgendwelche Wärme, was auch immer das war. Verschubaggregate. Sag ich doch. So oder so, hier baue ich den Kram nicht zusammen. Hier steht genug Zeug rum. Ich zieh nach draußen um. Mit, du holst uns die Teile oben vom Deck. Ich übernehme hier den Rest. Schon dabei. Und bring mir den größten Hammer, den du findest. Ich werde hier gleich ordentlich die Funken fliegen lassen. Schledorn, du Schlingel. Einige Zeit später. Es ist endlich vollbracht. Ja, endlich. Ich glaube, mein verdammter Arm fällt gleich ab. Danke, Clive, Schledorn. Ihr seid toll. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wie bitte? Na super. Das war erst der Auftakt. Die Enterprise hat 4 Mithril-Antriebe. Und da brauchen wir natürlich für jeden ein Aggregat. Das heißt also... Keine Sorge. Den Prototypen haben wir ja abgehakt. Den Rest bauen meine Jungs in Canva. Die werden sich freuen. Dann gehe ich mal und leg meinen Ellbogen auf Eis. Wenn noch mehr Arbeit ansteht, macht sie gefälligst selbst. Charmant wie eh und je. Aber die hat da doch ein Loch in der... Das ist der Schuh. Die Hose ist so kurz. Jetzt sehe ich es auch. Das ist die Bein der. Die Hose ist ein Stück hochgerutscht. Am linken Bein. Was hast du denn? Ich denke nur an die Zukunft. An den Tag, an dem die Enterprise endlich dem Horizont entgegensegelt. Auf der Suche nach einem Land ohne Fäule. Das war unser Plan für sie. Damit wir dann, wenn ihr alles den Bach untergeht und die Kontinente komplett schwarz werden, vielleicht doch eine Chance haben. Das war unsere Vision. Unser letztes Ass im Ärmel sollte sie sein. Aber jetzt, wo sie fast fertig ist, merke ich, dass ich mehr für sie will. Sie soll kein Rettungsboot sein, an das wir uns klammern, weil wir keine Wahl haben. Ich will... Die Leute sollen nicht auf ihr segeln, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. In einer Welt, in der wir nicht nur überleben, sondern unsere Leben leben. Ich arbeite daran. Ich will nämlich auch, dass dein Wunsch wahr wird. Das dachte ich mir fast. Pass auf, ich weiß, was ich mache. Sobald die Enterprise seetauglich ist, mache ich dich zum Kapitän. Du wirst das Richtige mit ihr tun. Bist du dir da ganz sicher? Irgendwas sagt mir, dass Paps das so gewollt hätte. Er wäre stolz auf dich. Du gehst jetzt zu seinem Grab, oder? Das wollte ich. Und jetzt, wo dein Projekt fertig ist, kannst du sicher auch mit. Klar. Ich muss nur eine kleine Sache erledigen. Bin gleich da. Also gut. Ich sag Otto, dass du mitkommst. Wir warten in der Messe auf dich.
Captain. Ich würde sagen, das machen wir aber nicht mehr heute. Ein neuer Brief ist eingetroffen. Könnt ihr uns denn schreiben? Den Kristall hat er auch zerstört? Nicht im... Ein anderes Gesprächsthema? Oh. Drei Briefe. Unter vier Augen. Ich bin auf Ottos Anweisungen hin in die Buchhandlung durchgegangen und habe vielleicht etwas entdeckt, dass du dich vielleicht kümmern solltest, möglicherweise. Und damit meine ich sofort. Du weißt, wo du mich findest. Gutier. Clive, irgendwas stimmt mit diesem Vierbeiner nicht. Komm doch mal zu meinem Bütchen, wann immer es deiner Lordschaft passt. Meinem Vierbeiner? Mit Torga ist doch alles in Ordnung. Wegen Schledorn. Danke für deine Hilfe mit Schledorn neulich. Leider scheint dem alten Kriegskram schon wieder eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Er zieht jedenfalls ständig ein langes Gesicht und krummelt in sich hinein. Ich frage mich, ob er nicht noch etwas anderes auf dem Herzen hatte als nur die Sache mit dem Leder. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas rumort in ihm. Ich weiß, du hast immer gut zu tun. Aber wenn du es irgendwo dazwischen schieben kannst, würdest du dann mit mir zu Schledorn gehen und ihn fragen, was los ist? August. Ja. Ich würde sagen, wir machen noch mal einen Cut. Und schauen da mal, wie wir Charon und Schledorn helfen können.